Man kann sagen, dass das allumfassende System der allzu vielen überall eingreift, selegiert, zensiert und vor allem absolute Zensur und Rache übt, wenn man sich dem Imperativ des Konsumgenießens, des Konsumimperativs und des Selektionsfortpflanzungsimperativs nicht anheimgibt. Vor allem Frauen vergessen nie, und die Rache hält lebenslang an im Falle der Zurückweisung.